Die Flammen schlugen schon Meter hoch aus einem Anbau empor, als die Feuerwehr am Dienstagmorgen am Brandort eingetroffen ist. Später breitete sich das Feuer dann auch auf das Haupthaus aus. 14 Menschen mit Behinderungen wurden obdachlos. Der Brand brach offenbar kurz nach 6 Uhr am Morgen aus, so Thomas Neubert von der Feuerwehr aus Kropp. Wir erhielten heute Morgen um kurz nach 6 Uhr Alarmierung zu einem Gebäudebrand. Wie sich herausstellte, brannte ein großer Anbau eines Mehrpartienhauses, in dem momentan 14 Bewohner betreut wohnen. Die Leitstelle in Harrislee hatte Großalarm ausgelöst, da es sich bei dem Wohnhaus um eine betreute Wohneinrichtung für Menschen mit geistigen Behinderungen handelt. Also es sind eben Menschen, die eine geistige Erkrankung haben und dann eben nicht alleine wohnen können. Die werden hier in diesem Hause eben untergebracht. Trotz aller Bemühungen der über 100 eingesetzten Feuerwehrleute konnten weder der Anbau noch das Wohngebäude gehalten werden. Wir befinden uns hier im Ortsteil Mielberg. Der Ortsteil Mielberg liegt in unmittelbarer Nähe zum Fliegerhorst des Aufklärungsgeschwader 51 Immelmann. Die Kameraden der Fliegerhorstfeuerwehr haben entsprechend dann die Hilfe geleistet. Also wir brauchen hier massiv Wasser. Das Problem eben an dieser Einsatzstelle ist eben, dass wir sehr, sehr wenig Wasser haben. Und wir sind sehr glücklich, dass wir die Fliegerhorstfeuerwehr haben mit den großen Flugfeldlöschfahrzeugen, die eben sehr viel Wasser an die Einsatzstelle im Pendelverkehr bringen. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Alle Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei nahm am Brandort die Ermittlungen auf.